Mein Name ist Sebastian Fee. Ich bin Geschäftsführer vom Einrichtungshaus Fee in Ulsenheim. Es liegt in Mittelfranken, genau. Und wir verkaufen Möbel und Küchen- und Bodenbeläge. Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit A&M entschieden, weil es irgendwo wir ein gutes Gefühl gehabt hatten. Wir haben uns gut aufgehoben gefühlt. Die Stimmung und auch die Personen hier finde ich super nett. Alle, mit denen wir bis jetzt Gespräche geführt hat, waren nett, war offener Austausch. War sehr gut, sehr freundschaftlich, kommunikativ. Ich bin heute hier, um mir das Ganze mal anzuschauen, um auch persönlich mal zu sehen, mit die Personen, mit denen man bis jetzt immer nur telefonisch oder per Mail Kontakt hatte und einfach ein paar Erfahrungen, Ideen, Anregungen für einen Betrieb zu finden. Von den Themen fand ich bis jetzt besonders spannend die Geschichte mit den Bestandskunden quasi, dass man die auch pflegt, die Beziehung zu denen. Das waren ein paar hilfreiche Tipps, aber auch irgendwo die Strukturen im Betrieb zu optimieren, sowas. Die Sache, die ich heute mitnehmen werde, ist, dass man vielleicht einfach sich mehr Gedanken zu den ganzen Prozessen im Betrieb macht und auch das irgendwo dann aufs Unternehmen anpasst, dass man da irgendwo besser irgendwo Skripte alles dafür hat. Die A&M unterscheidet von anderen Dienstleistern, finde ich, irgendwo eine recht eine lockere Atmosphäre in den Gesprächen. Und ja, ein guter persönlicher Austausch, aber nicht zu aufdringlich auch, also das passt sehr gut. Wir stehen jetzt an dem Punkt, an dem wir wissen, dass man einfach Mitarbeiter gut durch die Kampagnen mit A&M finden kann. Wir haben dadurch schon 2 neue Monteure eingestellt und sind aktuell auch wieder auf der Suche quasi nach einem Verkaufsmitarbeiter und da schaut es auch gut aus. Ich würde die Zusammenarbeit aus eigener Erfahrung an alle empfehlen, die da offen sind bezüglich alternativer Wege für die Mitarbeitergewinnung, wo man jetzt nicht klassisch Printmedium, das bringt auf jeden Fall was, wenn man da irgendwo sich Augen und Ohren offen hält. Also fand ich alles gut.